Guten Morgen, heute ist Freitag, der 9. Dezember, die neue Welle aktuell bei Baden TV. Beim EU-Gipfel in Brüssel hat es bis zum Morgen keinen Durchbruch gegeben. Diplomaten zufolge konnten sich die 27 Mitgliedsländer nicht auf eine gemeinsame Änderung der EU-Verträge einigen. Jetzt wird nur noch über einen neuen Vertrag der 17 Euro-Staaten verhandelt. Vor allem Großbritannien hatte sich quergestellt. Zuvor hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf einen neuen Haushaltspakt für die Euro-Länder geeinigt. Dazu gehören eine gesetzlich verankerte Schuldenbremse und eine automatische Strafe für Defizitsünder. Nach Veröffentlichung des Bankenstresstests hat sich Bundesfinanzminister Schäuble zuversichtlich gezeigt, dass die Geldhäuser die strengeren Regeln einhalten werden. Die Deutsche Bank kündigte bereits an, ihre Kapitallücke bis Ende des Jahres zu schließen. Laut dem Test der Europäischen Bankenaufsicht fehlen den Instituten in Deutschland rund 13 Milliarden Euro, um die geforderten Eigenkapitalquote von 9% zu kommen. Betroffen ist unter anderem auch die Commerzbank. Zum Abschluss des UN-Klimagipfels in Durban hofft die Europäische Union, dass heute der Weg zu einem umfassenden Weltklimavertrag geebnet werden kann. Nur so könne die Erwärmung der Erde noch auf erträgliche 2 Grad begrenzt werden. Die grün-rote Landesregierung und die Opposition haben sich im Landtag einen heftigen Schlagabtausch über die Finanzierung des Pakts zum Ausbau der Kinderkrippen geliefert. Ministerpräsident Kretschmann verteidigte die Entscheidung der Koalition, die Grunderwerbssteuer zugunsten der Betreuung von unter 3-Jährigen zu erhöhen. Zudem hat die baden-württembergische Landesregierung ihren Gesetzentwurf für die Abschaffung der Studiengebühren eingebracht. Zum Sommersemester 2012 sollen die verschwinden. Nach einem Tankerschiffunfall vor einigen Wochen mit einem Polizeiboot am Rhein bei Rappenwörth hat die Staatsanwaltschaft nun das Ermittlungsverfahren gegen die beiden Schiffsführer eingestellt. Das Polizeiboot war damals gesunken. Man sehe keine Pflichtverletzungen und auch Alkohol war nicht im Spiel. Und soweit das Aktuellste hier aus der Neue Welle Nachrichtenzentrale. Kommen Sie gut ins Wochenende.